Leute, Kramix hier, Basketball Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf 8 heftige Unterschiede zwischen den Geschlechtern reagieren. Also auf 8 heftige Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das Video ist von Wissenswert, ist auch schon ein bisschen älter, das Video, aber habe ich gerade entdeckt und dachte mir so, könnte auf jeden Fall ganz interessant sein. Ich bin sehr gespannt, was so alles unterschiedlich ist bei Männern und Frauen, außer die offensichtlichen Geschlechtsmerkmale. Ich würde sagen, wir starten rein in 3, 2, 1. Lass den Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Männer können nicht zuhören. Frauen haben keine Ahnung von Technik, Männer haben keine Ahnung vom Kochen. Frauen sind Quasselstrippen und Männer stellen sich bei einer Erkältung an, als lägen sie auf dem Sterbebett. Das aber Word, Klischees ist wirklich so. Über Mädchen und Jungen so. Und über Männer. Aber ich finde, viele Klischees sind halt auch wirklich wahr so. Also viele Dinge, es ist halt oft so, ne? Männer und Frauen gibt es gefühlt wie Sand am Meer. Und das ist kein Wunder. Schließlich gibt es ziemlich viele offensichtliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ja. Angefangen beim Körperbau, über die Berufswahl, ja, bis hin zum Sozialverhalten. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass jedes der eben genannten Klischees der Wahrheit entspricht. Daher wollen wir euch in diesem Video 8 Unterschiede zwischen Männern und Frauen präsentieren, die tatsächlich wissenschaftlich und statistisch erwiesen sind. Da bin ich schon mal gespannt. Aber nicht nur das. Für eine ausgewogene Darstellung wollen wir am Ende des Videos auch mit einigen Vorurteilen aufräumen und zeigen, wo Männer und Frauen auch viele Gemeinsamkeiten haben. Denn auch wenn es viele Verschiedenheiten zwischen Mann und Frau gibt, haben Frauen und Männer unterm Strich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Bleibt also bis... Nee, ich dachte, wir kommen von einem komplett anderen Planeten. Bis zum Ende dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal, welche Unterschiede ihr zwischen Männern und Frauen beziehungsweise zwischen Mädchen und Jungs schon festgestellt habt. Oder ja, es gibt übelst viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Deswegen gibt es ja auch von der Natur aus Männer und Frauen so, ne? Und das ist auch... Beide Geschlechter haben irgendwo ihre Vor- und Nachteile und beide haben irgendwo ihre Stärken und ihre Schwächen. So ist einfach. Ihr glaubt, dass es da keine wesentlichen Unterschiede gibt. Wir sind gespannt. Da gibt's Unterschiede. Fangen wir an mit einem interessanten Unterschied, der das Verhalten von Männern und Frauen in Beziehungen betrifft. Dass sowohl Männer als auch Frauen eifersüchtig werden können, wenn sie befürchten, dass ihr Partner einer Person des anderen oder auch gleichen Geschlechts etwas zu nahe steht, ist ja allseits bekannt. Ich habe bis jetzt bei mir persönlich und auch nur in meinem Freundeskreis immer nur erlebt, dass Frauen immer so krank eifersüchtig waren. Weiß nicht, ich glaube, bei Frauen ist das irgendwie stärker. Bekannt. Aber dennoch gibt es auch beim Thema Eifersucht gewisse Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Studien haben nämlich ergeben, dass Männer andere Arten der Untreue schlimm finden als Frauen. Während Frauen es nämlich besonders tragisch finden, wenn ihre Partner ihnen emotional untreu sind, also zum Beispiel, wenn sie eine sehr innige freundschaftliche oder romantische Bindung zu einer anderen Frau haben, finden Männer es besonders schlimm, wenn ihre Partnerinnen ihnen sexuell untreu sind. Ja, im Umkehrschluss kommen Männer jedoch besser damit klar, wenn ihre Partnerinnen emotional untreu sind, während Frauen besser mit einem unbedeutenden Seitensprung ihres Partners fertig werden. Gründe für diese Unterschiede fanden die Wissenschaftler vor allem in der Evolution. Evolutionär gesehen ist eine Frau nämlich zum Beispiel darauf angewiesen, dass ihr Partner lange an ihrer Seite bleibt, da sie in der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt dessen Fürsorge und Unterstützung benötigt, um zu überleben. Somit ist es für sie besonders gefährlich, wenn sich ihr Partner emotional zu einer anderen Frau hingezogen fühlt, da dies bedeuten könnte, dass er sie nicht mehr unterstützt. Auf der anderen Seite konnten sich Männer früher nie richtig sicher sein, dass sie wirklich der Vater ihrer Kinder sind. Um dies aber sicherzustellen, war es also von besonders großer Bedeutung für Männer, dass ihre Frauen nicht mit anderen Männern verkehrten. Mhm. Der nächste Unterschied auf unserer Liste bitte. Aber ich finde, Real Talk, Leute, also ich finde, voll viele Verhaltensmuster kann man einfach auf die Urzeit zurückführen. So. Ja, also es ist halt einfach so. Trifft die mentale Gesundheit. Denn Männer und Frauen sind nicht gleich häufig von den verschiedensten psychischen Krankheiten betroffen. So gibt es zum Beispiel einige Störungen, von denen Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Beispielsweise treten Suchterkrankungen bei Männern 3-mal häufiger auf. Ach, auch krass. ADHS kommt bei Jungen 3-4-mal häufiger vor als bei Heftige. Mädchen. Genauso wie Autismus. Ebenso eine Störung, von der typischerweise Jungs betroffen. Ich glaube, Frauen können aber öfter so einen psychischen Knacks haben, so mäßig, so, wie sagt man, diese so Borderline und sowas, weißt du? Ich glaube, das haben Frauen aber öfter. Aber natürlich gibt es auch Störungen, die bei Frauen und Mädchen häufiger auftreten. Ein Beispiel dafür sind Depressionen und Angststörungen. Beide kommen unter Frauen fast doppelt so oft wie unter Männern vor. Ähnlich ist es bei Essstörungen, also zum Beispiel bei Magersucht oder Bulimie. Ja. Etwa 90% aller Patienten mit Essstörungen sind dabei aktuellen Statistiken nach weiblich. Bei Frauen kommen Essstörungen also 10-mal häufiger als bei Männern vor.
Ein Sonderfall ist übrigens die Schizophrenie. Bei der Schizophrenie ist das Geschlechterverhältnis 1:1. Was? Allerdings tritt die Krankheit bei Männern in der Regel schon zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr auf, während sie bei Frauen meist erst mit Ende 20 ausbricht. Wenn man alle verschiedenen psychischen Krankheiten zusammennimmt, gibt es übrigens keine Geschlechtsunterschiede, da Männer und Frauen insgesamt gleich häufig psychisch erkranken. Kommen wir als nächstes zu einem eher traurigen Unterschied zwischen Männern und Frauen, der ihnen allerdings natürlich nicht angeboren ist. Und zwar zum Gender Pay Gap, also zu den unterschiedlichen Gehältern von Männern und Frauen. Europaweit lag der Gender Pay Gap im Jahr 2014 bei 16%. Allerdings wurde dabei nicht mit eingerechnet, dass Frauen häufig andere Tätigkeiten ausüben, so zum Beispiel seltener in Führungspositionen arbeiten und dass Frauen andere Qualifikationen als Männer haben. Dafür gibt es jedoch den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap. Dieser liegt in Deutschland zwischen 2% und 7%. Dies bedeutet, dass Frauen trotz gleicher Arbeit und gleicher Qualifikationen in der Regel 2 bis 7% weniger verdienen als Männer. Diese 2 bis 7% sind also auf nichts anderes als Ungleichbehandlung und damit Ungerechtigkeit zurückzuführen. Geld ist ja jetzt nicht das einzig Wertvolle, das wir haben, sondern Zeit ist ja genauso wertvoll. Auch Zeit mit der Familie. Kann man den Gender Pay Gap nicht vielleicht auch als Gender Precious Time with Your Family Gap betrachten? Übrigens ist der Gender Pay Gap in Berufen, die üblicherweise von Frauen ausgeübt werden, zum Beispiel bei der Gebäudereinigung oder im Pflegedienst, ironischerweise größer als bei Berufen, die typischerweise von Männern ausgeübt werden, zum Beispiel bei der Polizei oder bei handwerklichen Berufen. Also ich finde auch dieses Gender Pay Gap oder wie das hier genannt wird, muss man mit aufpassen. Also es gibt ja immer, sage ich mal, irgendwelche extremen Feministinnen oder so, die da sich da direkt draufstürzen. Muss man natürlich aufpassen. Also natürlich jeder, egal ob Mann oder Frau, sollte gleich behandelt werden, egal in welchem Feld und auch das gleiche verdienen bei der gleichen Qualifikation. 100% klar. Aber es ist halt einfach in den meisten Fällen so, dass oft, sage ich mal, in der Familie der Mann der Hauptverdiener ist, weil, sage ich mal, auch Frauen sich vielleicht auch nicht so viel aus dem beruflichen Werdegang machen. Weil ich zum Beispiel kenne auch viele, habe auch schon mit vielen Frauen privat geredet, die einfach sagen so, ey, mir reicht das, wenn ich meinen normalen Job habe, mein normales Gehalt, weil ich will eh irgendwann Kinder und so weiter. Also dieses klassische Familienbild ist halt auch, also viele Frauen sehen sich auch einfach mehr in der Rolle, sage ich mal, einfach so einen normalen, geregelten Job zu haben, so nichts Besonderes, irgendwas Normales und gehen aber auch davon mehr aus, dass der Mann halt dann auch der Hauptverdiener ist. So. Versteht ihr, wie ich meine? Und umgekehrt, um nur mal ganz kurz das zu sagen, weil vielleicht ist ja die ein oder andere extremere Feministin bei mir in den Kommentaren. Und wie gesagt, es sollte 100% jeder gleichbehandelt werden, so, ne? Um das erstmal klarzustellen. Aber im gleichen Zug ist es eben auch so, dass auf Jungs oder Männer auch gleichzeitig auch mehr Druck ist, weil jede Frau heutzutage will, dass jeder Mann, ihr wisst ja, wie es ist, ihr geht einmal in den Club und die Frauen sind nur da, wo mindestens einer eine Rolex hat oder ein AMG fährt oder dies, das. Weißt du, also man muss auch mal umgekehrt sagen, ist der Druck auch, finde ich, bei Männern höher, beruflich was zu reißen. So muss man auch sehen. So. Weißt du, also könnt ihr mir ein bisschen folgen, so, was das Thema angeht. Aber wie gesagt, alles in allem sollte natürlich jeder gleich behandelt werden. Der nächste Unterschied auf unserer Liste betrifft die Entwicklung von Frauen und Männern. Beziehungsweise einen ganz besonderen Meilenstein in der Sexualentwicklung. Und zwar das berüchtigte erste Mal. Interessanterweise gibt es auch dabei einige Unterschiede zwischen Safe haben Frauen früher erstes Mal als Männer, weil Männer sich später entwickeln. Jungen und Mädchen. Ja. Während Mädchen ihr erstes Mal mit durchschnittlich genau 17 Jahren haben, ist das Durchschnittsalter bei den Jungs 17,4. Auch wenn dies Oha, ist aber nicht so ein großer Unterschied. Nur wie ein kleiner Unterschied wirkt, ist der eigentlich ziemlich groß, wenn man bedenkt, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. Bei den 14- und 15-Jährigen zum Beispiel hatten bei den Mädchen ganze 10% mehr schon ihr erstes Mal als bei den Jungs. Krass. Übrigens geschieht es bei den Mädchen auch häufiger in einer festen Partnerschaft. Während der erste Geschlechtspartner bei den Mädchen in 2/3 der Fälle ein fester Partner war, war dies bei den Jungen nur bei 50% der Fall. Ein weiterer Unterschied zwischen... Also ich kann euch sagen, ich war mit 18 hatte ich erst mein erstes Mal. Sage ich euch, wie es ist. Ihr könnt mich jetzt auslachen, Leute, aber ich fand's nicht schlecht. Ich fand's nicht schlecht, auch so ein bisschen später, so nicht überstürzt. Das war auch, ich fand's auch gut so, weil das war, sage ich mal, in einer festen Beziehung mit einer Frau, die ich geliebt habe, so. Ich fand's gut, dass es so war, wie es war. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich finde, man sollte da auch nichts überstürzen. Frauen und Männern betrifft Führungspositionen. Allerdings nicht in Bezug darauf, dass Frauen in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert sind. Stattdessen geht es bei diesem Geschlechtsunterschied um das Führungsverhalten. Denn Frauen und Männer legen laut aktuellstem Stand der Forschung unterschiedliche Führungsstile an den Tag.
Männer neigen dabei eher zu einem sogenannten transaktionalen Führungsstil. Sie legen konkrete Ziele fest, klären Erwartungen ab und setzen vor allem darauf, ihre Mitarbeiter zu belohnen, wenn diese gute Leistungen erbringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of you. Cop out of here. Get out! Out! Frauen hingegen verfolgen einen sogenannten transformationalen Führungsstil. Statt auf die Aufgabe sind sie nämlich mehr auf die Mitarbeiter fokussiert. Sie führen also dadurch, dass sie auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen und sie motivieren, indem sie eine gemeinsame Mission schaffen. Übrigens ist keiner der beiden Führungsstile per se besser als der andere. Welcher Führungsstil nämlich geeignet ist, ich glaube, Frauen haben einfach prinzipiell mehr so dieses Händchen für Feingefühl so. Hängt laut Forschung von der Situation des Unternehmens ab. Porter? Es ist schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, Professor. Wie am Anfang schon gesagt, soll es in diesem Video aber nicht ausschließlich um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern gehen. Deshalb wollen wir jetzt einige berühmte Klischees betrachten und schauen, ob es dort nicht vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern gibt. Jetzt bin ich gespannt auf die Klischees. Das erste Klischee, das wir uns anschauen, ist, dass Frauen Quasselstrippen sind und viel mehr sprechen als Männer. Safe. 100%. Dies haben amerikanische Psychologen in einer großflächigen Studie untersucht und gezählt, wie viele Worte Frauen und Männer im Durchschnitt sprechen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Klischee, dass Frauen Quasselstrippen sind, nicht der Wahrheit entspricht. Tatsächlich sprechen sowohl Männer als auch Frauen gleich viele Worte pro Tag. Und zwar im Schnitt etwa 16.000. Allerdings wurde der Verdacht bestätigt, dass Frauen und Männer eher über unterschiedliche Themen sprechen. Frauen neigen dabei insbesondere dazu, mehr über persönliche und zwischenmenschliche Themen zu reden, während Männer häufiger über Sport, Autos und Technik reden. Das nächste Klischee ist die berühmte Männergrippe. Stimmt es, dass Männer tatsächlich anders krank sind als Frauen? Nein, nicht anders krank, aber Männer heulen mehr rum. Das ist ein Fakt, Männer heulen mehr rum als Frauen. Beispielsweise mehr unter einer Erkältung leiden? Um das herauszufinden, Männer leiden nicht mehr, aber Männer sind einfach Kulturen mit Zellen aus der Nasenschleimhaut von Männern und Frauen an und taten Viren in die Kulturen. Diese Viren vermehrten sich in den Proben von Frauen tatsächlich langsamer. Daraus schlossen die Wissenschaftler, dass Frauen wegen ihres Hormons Östrogen weniger anfällig dafür sind, dass eine Erkältung ausbricht und resistenter gegen die Viren sind. Hinter dem Mythos der Männergrippe steckt also tatsächlich eine Wahrheit. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber Leute, ich glaube, es ist auch viel einfach, weil ich habe mich da auch mal neulich mit einer Freundin drüber unterhalten. Und jetzt kommt meine These. Also an die ganzen Wissenschaftler, hört jetzt mal zu, ich stelle jetzt eine These auf. Ich glaube, Männer heulen mehr rum bei Männerkrankheit, weil Frauen sind es einfach öfter gewohnt, irgendwelche, ich sag mal, Wehwehchen zu haben. Frauen sind das schon gewöhnt, so, wenn die ihre Tage haben, so hier Unterleibsschmerzen, da Kopfschmerzen, dies, da. Wisst ihr, wie ich meine? So, Frauen haben öfter diese, so irgendwie Wehwehchen. Und als Mann, wenn du als Mann fühlst du dich eigentlich immer in Bestform top, so, weißt du, du bist immer so, boah, gehst raus, fühlst dich gut, bist männlich, maskulin, dies, das. Und wenn dann irgendwas auftritt, dann hast du diese Männer- oder eine Grippe, was als Männergrippe betitelt wird oder so. Wenn du dann dich irgendwie nicht so, halbwegs mal nicht so gut fühlst, wie an normalen Tagen, dann heult man direkt rum. Und deswegen glaube ich auch, dass Frauen, was das angeht, härter im Leben sind und man als Mann schneller rumheult. Weil als Mann bist du es einfach nicht gewohnt so. Versteht ihr, wie ich meine? Ein weiteres Klischee, das wir betrachten wollen, ist, dass Männer im Gegensatz zu Frauen eher keine Kinder haben wollen. Auch diese Frage wurde bereits in großflächigen Umfragen untersucht. Ich glaube, das ist gleich. So ergab eine Umfrage unter 1000 kinderlosen Männern und Frauen unter 30 tatsächlich... Obwohl Frauen haben dieses Ding... Doch. Ich glaube, von der rein evolutionär, das kann man jetzt auch wieder auf die Urzeit zurückführen, ich glaube, rein evolutionär ist es wirklich so, dass Frauen so fast immer Kinder irgendwann wollen. Bei Frauen ist einfach diese natürliche Sanduhr, die irgendwann so abläuft. Versteht ihr, wie ich meine? Dass nur 5% aller Männer definitiv keine Kinder haben wollen. Interessanterweise waren es bei den Frauen sogar mehr. Hä? Dort gaben immerhin 10% an, keine Kinder zu wollen. Was sind das? Dementsprechend was gaben los? In der Kategorie Ich will mehr als 3 Kinder auch mehr Männer als Frauen ihre Zustimmung. Das Klischee, dass Männer weniger Interesse an eigenen Kindern hätten, ist damit also widerlegt. Heftig. Allerdings reichen die Studienergebnisse noch nicht aus, um festzumachen, ob nicht in Wahrheit sogar Frauen häufiger keine Kinder wollen. Ey. Und das war. Ich könnte nicht mit einer Frau zusammen sein, die sie sagt, sie will keine Kinder haben. Das ist für mich irgendwie so. Das ist bei mir so ein Muss bei einer Frau. So, Frau ist für mich, will irgendwann Kinder haben. So. Aber es ja, muss ja jeder selbst wissen. So. Was mit Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Ja, denn auch wenn es sie gibt, täuscht das nicht darüber hinweg. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und deswegen finde ich das auch nicht gut, dass heutzutage alles so dieses so genderneutral immer gemacht wird. Weil es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. So. Frauen sind viel mehr auf so einer emotionalen Ebene, so vom Gehirn her. Frauen sind kleiner als Männer. Frauen haben weniger Muskeln als Männer. So. Deswegen darf man ja auch nicht bei einem Sporttest die gleichen Ergebnisse bei Frauen erwarten wie bei Männern. So.
Frauen sind, also ich finde, klar gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das ist auch gut so. Deswegen hat Gott Männer und Frauen geschaffen so. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, so ist das, Leute. Meine Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute, euer Kramix.